Mit Prince of Persia für PlayStation 3 und Xbox 360 setzt Ubisoft nicht etwa die Sands of Time Trilogie fort, sondern wagt einen Neuanfang. In diesem Zusammenhang gibt's auch zu Beginn eine ganz witzige Szene, in der der Prinz durch die Wüste irrt und nach Farah ruft. Mehr möchte ich dazu aber gar nicht verraten. Ich zeige euch hier ausnahmslos Szenen aus der PlayStation 3 Version, da sich die Xbox 360 Fassung, die wir von Ubisoft bekommen haben, als nicht testfähig entpuppte. Auf der 360 gibt's aber keine spielerischen oder grafischen Unterschiede. Kommen wir mal zum Spiel. Was auf den ersten Blick auffällt, ist die optische Neuausrichtung. Prince of Persia wirkt durch geschickten Cell-Shading-Einsatz, die üppigen Pastelltöne und die fantastischen Animationen beinahe wie ein Zeichentrickfilm zum Mitspielen. Bevor alles so bunt und fröhlich aussieht, gilt es allerdings, den dunklen und lebensfeindlichen Gebieten ihre Lichtenergie zurückzugeben. Zum Glück sind der Prinz und seine Begleiterin Elika äußerst agil und können an Wänden entlanglaufen, über Stege balancieren oder flink von Säule zu Säule hopsen. Die Geschicklichkeitseinlagen sehen auf den ersten Blick unglaublich fordernd aus, entpuppen sich allerdings schon nach kurzer Zeit als alles andere als komplex. Im Prinzip lauft ihr nur vorgegebene Pfade ab und müsst zur richtigen Zeit die richtige Taste drücken. Springt ihr frontal an einer Wand, läuft der Prinz automatisch ein Stück dran hoch. Springt ihr hingegen seitlich, läuft er daran entlang. Und wenn ihr abstürzt, keine Sorge. Eure Begleiterin fängt euch auf und transportiert euch auf die letzte sichere Plattform zurück. Man kommt sich ein wenig vor wie in einem Spiel für fortgeschrittene Casual Gamer. Ihr dürft euch zwar scheinbar frei bewegen, werdet in den Levels aber immer an der Hand gehalten. Die Wege sind strikt vorgegeben, sodass man sich kaum verlaufen kann. Und wenn ihr in der großen Welt doch mal vom Weg abkommt, markiert ihr auf der Karte einfach das Gebiet, in das ihr gelangen wollt und drückt zurück im Spiel auf die Dreiecks- bzw. Y-Taste. Elika sendet dann einen Lichtball aus, der euch genau zeigt, wie es weitergeht. Und Elika kann sogar noch mehr. In den einzelnen Gebieten stoßt ihr immer wieder auf farbige Embleme. Sammelt ihr nach der Befreiung der Areale genügend Lichtkeime auf, dürft ihr vor dem zentralen Tempel eine neue Fähigkeit erlernen. In unserem Beispiel handelt es sich um die Fähigkeit zur Nutzung der roten Embleme. Habt ihr das Tutorial hinter euch, stehen euch in den Levels völlig neue Möglichkeiten offen, die ihr später im Spielverlauf gezielt einsetzen müsst, um weiterzukommen. Im Klartext bedeutet das, der spätere Spielverlauf besteht hauptsächlich daraus, genügend Lichtkeime aufzusammeln, um neue Gebiete betreten zu können. Natürlich unterscheiden sich die Embleme in ihrer Funktion etwas voneinander. Im Gegensatz zu den roten Markierungen, bei denen ihr von Emblem zu Emblem hüpft, erwartet euch zum Beispiel mit den gelben Flächen eine kleine Flugsequenz, bei der ihr sogar gelegentlich Hindernissen ausweichen müsst. Auch hier gilt, habt ihr es verbockt, bringt euch Elika zurück zur letzten Plattform. Hüpfen, schwingen, laufen, klettern. Fehlt da nicht eine Zutat? Musstet ihr in den früheren Prince of Persia Spielen alle Nase lang den Säbel ziehen und gegen Sandkreaturen kämpfen, entfällt der Kampf beim neuen Prince of Persia beinahe komplett. In jedem von der Dunkelheit befallenen Gebiet trefft ihr auf einen oder zwei Gegner, die ihr mit dem richtigen Timing sogar erledigen könnt, bevor sie aus ihrem schwarzen Strudel getreten sind. Kommt's doch zum Kampf, läuft der nach dem immer gleichen Strickmuster ab. Gegner attackieren, wenn möglich Elika als magischen Angriff nutzen, nachlegen, blocken und wiederholen. Variantenreich ist was anderes und irgendwann hat man die Nase voll von den trögen Duellen, die zu Beginn noch etwas Abwechslung in die Hüpferei brachten. Auch die Tatsache, dass die Zahl der Bossgegner arg beschränkt ist und ihr sie in den verdunkelten Gebieten jeweils 5-mal besiegen müsst, hilft da nicht weiter. Das Spiel leidet ein wenig am Assassin's Creed-Syndrom, wie ich es ganz gerne nenne. Ein deutlicher Mangel an Abwechslung, getarnt durch eine fantastische Verpackung. Bitte nicht falsch verstehen, sowohl Assassin's Creed als auch Prince of Persia sind tolle Spiele, wenn man drauf steht, zu klettern und in einer grafisch famosen Umgebung die tollsten Dinge anzustellen. Wenn ihr allerdings etwas Ähnliches wie die früheren Prince of Persia Spiele erwartet, werdet ihr vom neuen Prinzen wahrscheinlich enttäuscht sein. Wie lange gibt es noch?